Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insta-Talk. Da wurde wohl ein Wunderpunkt getroffen. Miss Hessen 2019 Saida Rovjanin hat die Marke Le Melange stark kritisiert sowie die Marketingstrategie von Phyllis und Tarek verurteilt und regelrecht eine Flut an negativen Nachrichten an das Paar ausgelöst. Zitat: Schon sehr erbärmlich, wie du deine Follower mit deinen Produkten verarschst. Dein Wonder Oil könnte man mit Rapsöl vergleichen. Sagen wir mal, das sind zu 100% deine Haare und du hast keine Extensions drin. Trotzdem bekommt keiner mit deinen Produkten so Haare wie du. Also hör auf, weiter kleine Mädchen zu verarschen. Das hier soll kein Hate oder Neid sein. Tarek war natürlich nicht erfreut und hat aus seiner Wut heraus eine Story gepostet. Ganz kurz zur vorherigen Story, Leute. Und zwar hat sich irgendeine Witzfigur, irgendein Möchtegern-Model oder was auch immer das ist, wieder zur Lebensaufgabe gemacht und hat sich ihre Zeit geopfert, um uns einen kleinen schönen Text zu schreiben. Ach, guck mal, Mädchen. Wer bist du? Was zum Teufel interessiert dich das, was wir machen, was Phyllis macht? Was interessiert dich das? Wer bist du? Wer bist du, Alter? Erstens. Zweitens, kümmere dich doch um deine ach so krassen Haare und halt einfach deinen Mund. Und kommentiere nicht Sachen, die dich überhaupt nichts angehen, Mann. Kümmere dich um dein eigenes Leben, Mann. So, und das geht jetzt nicht nur an die Perle von vorhin, sondern an alle, die daran zweifeln und sich selbst davon überzeugen möchten. Schreibt uns gerne an, nach der Corona-Zeit können wir uns gerne treffen. Könnt ihr Phyllis einmal komplett abchecken, von oben nach unten. Danach, hoffe ich, werdet ihr besser schlafen. Ich wollte mich ja gar nicht mehr dazu äußern, Ger. Aber ich werde mich jetzt noch einmal persönlich dazu äußern, lieber Tarek. Mir werden die ganze Zeit deine Storys zugeschickt. Auch die Storys von deiner Frau. Du fragst, wer ich bin? Möchte gern Model. Perle. Ich bin die Saida. Und du? Ach stimmt, du bist doch dieser krasser Typ, der vor ein paar Monaten noch Erdem wie ein Hund angebettelt hat. Dass du ja ein Foto vor seinem nagelneuen Auto machen darfst und das hier auf Instagram präsentieren kannst. Stimmt, der bist du. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt aus dem Video von Erdem. Dieses werde ich für euch in der Beschreibung verlinken. Wollten die unbedingt ein Autofoto in meiner S-Klasse haben, was auch überhaupt gar kein Problem war. Das war also alles in Ordnung. Am Ende des Tages wollten die nach außen jemanden darstellen, der sie gar nicht wirklich sind. Die wollten sich vor meinem Haus fotografieren lassen. Das Bild haben sie im Übrigen auch schon gelöscht. Monsieur hat sogar sich vor meinem Auto gestellt, vor meinem Haus und hat sogar mein Kennzeichen überarbeitet mit Photoshop, damit die Leute, die das sehen, denken, das wäre sein Auto. Also heutzutage darf man einfach nicht mehr die Meinung sagen. Man wird direkt bedroht, Beleidigungen fallen. Aber hey, Gott sei Dank hat jeder seinen Charakter. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Natürlich hat sich die Geschäftsführerin von Le Melange auch dazu geäußert. Sie betonte außerdem, dass Missgunst und Neid meistens aus den eigenen Reihen, sprich von den ausländischen Mädels ausgehe. Diese Aussage habe jedoch noch mehr Menschen verärgert. Auf jeden Fall wollte ich noch kurz zu dem Thema Haare eingehen. Ich meine, ich habe genug Videos und Fotos gepostet, alles Mögliche, wo man ganz genau sieht, dass meine Haare echt sind. Ich meine, jeder, der nicht dumm ist, der weiß, dass meine Haare echt sind. Und ich weiß auch, beziehungsweise die Leute, die mich kennen, die wissen auch, ich bin wirklich gar nicht eingebildet, nicht hochnäsig oder sonst was. Ich halte mich auch gar nicht für was Besseres. Aber also diese Dummheit tut wirklich schon weh, dass Leute das wirklich versuchen, das anderen glaubhaft zu machen, obwohl die selber eigentlich gar nicht glauben, dass meine Haare fake seien. Krass ist ja, wenn Leute dann auch noch meiner Familie schreiben, meiner Mutter schreiben, dass meine Haare nicht echt sind. Ey, das ist meine Mutter. Ich bitte euch, versucht andere Leute zu verarschen. Versucht euer Glück bei anderen, aber doch nicht bei meiner eigenen Familie. Also das ist manchmal schon witzig, muss ich ehrlich sagen. Und dann denke ich mir auch, einerseits ist es auch ein bisschen traurig, weil ich mir denke, habt ihr nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Lügengeschichten auf die Welt zu setzen? In der Hoffnung, dass ihr ein Business von einem erfolgreichen Menschen runterzieht. Ihr wisst, ich bin gar nicht eingebildet oder halte mich für gar nichts Besseres. Aber ich weiß, dass ich mit meinem Alter einiges geschafft habe. Und dann gibt es halt diese Art von Menschen, die selber nichts erreicht haben und auch gar keine Lebensmotivation haben und sich dann versuchen, irgendwelche Leute zu krallen und die dann runterzuziehen. Macht das nicht. Nutzt deine Zeit lieber effektiv und komm selber in deinem Leben weiter.
Das Schlimmste ist vor allem, oder das Traurigste ist vor allem, dass es immer die ausländischen Weiber sind, sage ich einfach mal. Ich habe mich auch mal mit anderen Mädels darüber unterhalten, mit anderen erfolgreichen deutschen Mädels, deutschen Bloggerinnen, deutschen Unternehmern. Und die kennen sowas gar nicht. Die fragen mich, wie ich damit klarkomme, dass Leute über mich irgendwas erzählen, was gar nicht stimmt. Und da haben wir auch so lange darüber diskutiert, warum es einfach so ist, dass immer die Südländer versuchen, deren eigenen Landsleute runterzuziehen. Phyllis Freundin Donja steht auch hinter dem Paar und deren Produkte. Und jetzt wurde mir die ganze Zeit so eine Story zugesendet von irgendeiner alten, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, noch nie gehört, blauer Haken, 17.000 Follower, 4 Kommentare, lass es 6 sein. Wow, und die redet darüber, dass über Fake, was natürlich auch so, und unabhängig davon, dass es sehr, sehr witzig war, dass mir 17.000 Follower und 4 Kommentare darüber urteilen möchte, was echt oder was falsch ist, redet sie darüber, dass Phyllis ihre Haare nicht echt wären. Und ich hatte Phyllis ihre Haare in der Hand, ihre Kopfhaut, ihre Spitzen. Phyllis trägt keine Extensions. Das ist schon traurig, dass man das überhaupt hier sagen muss. Aber unabhängig davon redet sie darüber, dass Phyllis ihre Produkte schlecht seien. Durch das Wonder Elixier von der Phyllis, das hat mich einfach gerettet. Meine Haare waren abgebrochen und deswegen bin ich gerade so allergisch gegen diese Story. Nachdem Tarek seine Story wieder entfernt hatte, kam ein besonnenes Statement online. So Leute, ich wollte noch mal ganz kurz Stellung nehmen zu der Story von gestern und wollte ein paar Sachen mal klarstellen. Und zwar Leute, wer Philipp und mir schon folgt, der weiß, dass wir normalerweise auf sowas gar nicht eingehen und sowas komplett ausblenden, weil solche negativen Sachen einfach keinen Platz in unserem Leben haben. Und ich habe gestern den Fehler begangen, habe mich leiten lassen und habe mich dann provozieren lassen, habe aus Wut gehandelt, was komplett falsch ist, Leute. Man darf niemals aus Wut handeln. Und ja, ich habe gestern den Fehler begangen und habe das gemacht und habe einer Person Aufmerksamkeit geschenkt, die sie überhaupt nicht verdient, und habe damit eigentlich meinen eigenen Prinzipien widersprochen. Und ja, das war ein kurzer Moment des Einbruchs, weil normalerweise kommt sowas an mich und Phyllis überhaupt nicht ran. Wir blenden das wirklich komplett aus. Es geht in ein Ohr rein und in ein anderes Ohr raus. Und ja, ich möchte mich auch hiermit bei allen Frauen, die sich gestern angegriffen gefühlt haben, entschuldigen, weil das überhaupt nicht meine Absicht war. Für mich sind alle Frauen etwas Besonderes. Ich sehe das an meiner Mutter, ich sehe das an meiner Frau. Die verdient den größten Respekt, ehrlich. Und ja, das war einfach nur das, was ich nochmal dazu sagen wollte. Wenn man mich da irgendwie falsch verstanden hat, möchte ich das von der Welt schaffen und wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag. Natürlich hat Saida auch eine Antwort darauf. Ich und wir alle Frauen sollten diese Entschuldigung annehmen. Aber sorry, Monsieur, eure Produkte sind trotzdem, you know, scheiße. Er behauptet ja auch auf seiner Story, dass seine Frau und er so Kommentare und so negative Sachen ja immer ausblenden und ignorieren. Hallo, ihr blockt die Menschen. Sobald jemand eine schlechte Bewertung schreibt, Menschen, die deiner Frau oder dir sogar schreiben und sich über das Produkt beschweren, werden direkt geblockt. Also sowas konnte gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und jetzt kam ich, hab jetzt mal endlich meine Meinung dazu gesagt und einfach nichts anderes übrig. Ganz einfach. Sorry. Alles hier soll gar kein Hate sein. Ihr habt das einfach nicht verstanden. Aber klar, jetzt denken die Menschen, boah, die ist eifersüchtig auf ihre Haare und wieso kommentiert ihr das? Gott sei Dank haben mir von 500 Nachrichten nur 4 Menschen, 4 Mädels so eine Nachricht nach einem Fake-Profil geschrieben. Also das heißt ja einiges, oder? Sache. Ich bin nicht scharf auf 100.000 Follower oder auf 500.000 Follower. Überhaupt nicht. Das Ganze juckt mich überhaupt nicht. Ich werde aber meine kleine Community dafür ausnutzen, die Wahrheit hier zu sagen und kleine Mädels endlich mal die Augen öffnen und wach werden. Ich könnte bis morgen noch Nachrichten hochladen. Ey, so krasse Nachrichten einfach. Nur mache ich aber nicht. Ich habe es gestern Abend gemacht. Mache ich nicht mehr, weil es geht hier um ihre Haare, um ihre Produkte und nicht um Privatsachen. Das war vielleicht sogar gestern ein Fehler, dass ich hochgeladen habe.
Vielleicht stimmen die Sachen vielleicht auch nicht, aber das alles juckt mich nicht. Es geht nämlich um ihre Produkte, um ihre Haare. Um ihre Produkte, die ich auch tatsächlich getestet habe. Um ihr Öl, was meiner Meinung nach wie Rapsöl ist. Nicht mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ihr Lockenstab hatte ich mir auch im Sommer bestellt, was 200 Euro kostet. Man denkt, es wäre von der Marke GHG, keine Ahnung, aber okay. Okay. Was meint ihr dazu? Habt ihr schon Erfahrungen mit Le Melange gemacht? Schreibt's mir in die Kommentare. Das war's auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.